Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge aus OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Heute sind wir unterwegs mit einem Mercedes-Benz O305 auf der Map Krummenab 2019. Der Bus, der war auch ein Zuschauerwunsch, deswegen dachte ich mir, fahren wir den Kollegen heute mal. Ist ein wunderschönes Fahrzeug, wie ich finde. Und ich bin auch schon ein paar Runden gefahren hier auf der Map. Und heute sind wir unterwegs in Tschechien, und zwar auf der Linie 6 von Maria Lorena, heißt das, glaube ich. Maria Loretta oder irgendwie sowas. Nach da, wo Jenny oder sowas. Steht hier auf unserem Fahrplan drauf. Da. Jenny. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, das ist tschechisch, wie gesagt. Jedenfalls ist das hier die Stadtlinie in Cheb. Genauer gesagt ist das zu Deutsch Eger. Und wir stehen hier auf dem Betriebshof. Und ja, müssen jetzt erstmal zu unserer Anfangshaltestelle fahren. Und da würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los und machen uns auf den Weg. Denn in 8 Minuten geht's auch schon los. Da kommt auch schon ein Kollege von der Linie 4. Ja, sieht man auch gleich, dass hier etwas älteres Material unterwegs ist. Ich weiß nicht, die Map Krummenab, die sind wir auf jeden Fall schon mal gefahren. Ich glaube, das war aber die Updated-Version. Jedenfalls sind wir da, glaube ich, einmal im Hellen gefahren, in Krummenab selbst, dort auf der Citylinie oder so, und dann einmal im Dunkeln, irgendeine Nachtlinie mit einem Neoplan. Und auf der Leitstellenfahrt war ich einmal hier unterwegs. Das kann ich mich noch dran erinnern. Aber hier auf dem tschechischen Abschnitt waren wir ganz sicher noch nicht unterwegs. So, jetzt müssen wir aber erstmal kurz überlegen. Sieht, denke ich, ganz gut aus. Dürfte ja schon fast hier sein. Die Linie 6 ist übrigens, wie ihr vielleicht eben gesehen habt, eine recht kurze Linie. Genau, die Haltestelle. Weshalb wir die Linie auch hin und zurückfahren werden. Denn der Linienverlauf ist auf der Hin- bzw. auf der Rückfahrt ein anderer. Also es gibt einen. Es ist so ein kleiner Rundkurs, könnte man fast sagen. Genau. Ja, kurz nochmal was zur Map. Wir haben jetzt noch, ja, 3, 4 Minuten Zeit hier. Die Map ist in der Oberpfalz angesiedelt, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls im Osten Bayerns, direkt an der Grenze zu Tschechien. Es gibt, wie gesagt, hier auch diesen tschechischen Abschnitt der Kleinstadt Cheb. Und ja, es gibt zum einen eine Linie, die halt eben grenzüberschreitend fährt. Das ist die 6295 von Flossenbürg Bahnhof nach Cheb nad Hradcí. Also Eger Bahnhof zu Deutsch. Die Linie wird von der Deutschen Bahn betrieben. Ja. Da fährt man auch schön über Land durch lauter kleine Käfer durch und so weiter. Könnt eigentlich auch mal fahren, wenn ihr da Lust zu hättet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal hier mit diesem schönen alten Fahrzeug in Tschechien rum. Das passt vielleicht mal ganz gut. Ich könnte mal aufhören, die ganze Zeit hier so rumzuschalten. Das nervt vielleicht ein bisschen. genau. Ja, wie gesagt, dann die Stadtlinie hier in Tschep. Bin hier noch nicht gefahren, mal schauen, wie das wird. Ansonsten ist diese Map relativ, ja,
überlandmäßig angesiedelt. Krummenab ist dann, ja, so eine, ich sag mal, etwas größere Stadt schon. Da gibt es dann auch Citylinien und so weiter. Genau. So, ich überlege jetzt gerade. Diese Haltestelle hier steht ja zweimal hier drauf. Maria Loretto und dann nochmal Chap Maria Loretto. Ich frage es jetzt, wo ist dort der Unterschied? Und ist das eine die Starthaltestelle hier, oder, also beziehungsweise die Endhaltestelle und das andere dann die Starthaltestelle, oder wie ist das hier gemeint? Ist das jetzt die Frage? So viele Leute werden schon nicht einsteigen, denke ich mal. Wir fahren einfach mal so, wenn wir minus 1 haben. Fahren wir mal darüber, schauen. Genau. Ja, ich würde euch jetzt den Bus auch noch von außen zeigen, aber dann muss ich mich wieder in die Kamera reinhängen hier, also ins Bild unten, und dann, ja, muss ja auch nicht sein, ne? Könnt ihr das Fahrzeug schön auf dem Thumbnail begutachten. Diesmal extra auch dran gedacht, ein Thumbnail zu machen vor dem Video, damit ich das zum einen nicht während des Videos machen muss, damit ich mich nicht hier ins Bild reinlehnen muss. Und zum anderen habe ich überhaupt eins gemacht, weil ich erinnere mich an bei der ersten Folge, die ich hier Bild in Bild aufgenommen habe. Da habe ich das vergessen. Genau. Ja. Fahren hier übrigens vom O405, sage ich schon, O305 die Standardversion, also das eines der ersten Fahrzeuge, die gebaut wurden. Das sieht man auch noch schön an der Feststellbremse, die hier mitten im Dashboard verbaut ist. Frag mich, wer damals auf diese Idee gekommen ist. Aber okay. Also nicht nur, dass es scheiße aussieht, sondern es macht halt auch einfach keinen Sinn. Weil außer dass die Möglichkeit besteht, dass man mal irgendwie aus Versehen oder so beim Lenken oder sonst was da dran kommt, hat das absolut gar keinen Vorteil, weil man muss da, wenn man irgendwo an die Schalter hinten dran will, muss man da immer dran rumgreifen, und ja. Egal. Finde ich es doch schon, wenn sie links am Fenster anmontiert ist, finde ich das doch etwas angenehmer. Aber gut, ist bei dem Modell hier halt eben noch so. In späteren Bauserien hatten die Feststellbremse ja dann auch eben schon links neben dem Armaturenbrett montiert. Na gut, ich würde mal sagen, wir ziehen mal langsam vor. Eigentlich müsste ich ja jetzt die 3 reinmachen, ne? Der O405 hier hat ja keinen D. Ja, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie die Linie hier so ist. Also ich bin jetzt die Tage hier mal die S31 gefahren, die I51 und die eben angesprochene 6295. Also da geht es halt wirklich schon extrem über Land und über viele schmale, enge, kaputte Straßen und so. Mal gespannt, wie das jetzt hier sein wird. Guten Tag. Dachchen. Ich müsste ja Tschechisch reden hier, ne? Na egal. Wenn die kein Tschechisch können, ist das eigentlich gut, weil ich kann auch kein Tschechisch, und dann gibt es da auch keine Probleme.
Tag. Guten Tag. Oh, gleich Hallo. dreimal Manfred. Moin Manni. Naja. Weiter geht's. Wie man hier in Tschechien sagen würde, Moin Skamanska oder keine Ahnung. Ding. Ah, ist schon was Schönes, dieses Fahrzeug. Viel zu lange eigentlich nicht mehr gefahren. Mach, dass du wegkommst hier. Das ist ja mal ein cooles Hallo. Schild hier. Mit der Sackgasse. Das habe ich noch nie gesehen. Hallo. Ey, ihr meint mal auch nicht mehr, dass Corona ist, ne? Ich muss wirklich sagen, ich war eben hier im Dorf. Der andere weiß vielleicht, dass ich in Mettlach wohne. Mettlach ist ja relativ bekannt, sage ich jetzt mal noch. Dafür, dass es nur so ein etwas größeres Dorf ist, sage ich jetzt mal. Ja, es ist halt viel Tourismus hier und so weiter. Und ja, hier war jetzt halt auch die ganze Zeit lang nichts los und so weiter. Normal ist jetzt hier bei uns in der Fußgängerzone alles voll, die Eisdielen sitzen voll, die Fahrgastschiffe fahren hier voll besetzt durch die Gegend und jeden Tag kommen hier 20 Reisebusse an. Da war jetzt halt eben auch die ganze Zeit nichts und jetzt bin ich eben mal kurz rüber, weil ich auf die Sparkasse musste. Und ja, also bei uns auf dem Marktplatz voller Leute, da waren überall Kinder, die rumgespielt haben, die Erwachsenen haben überall da rumgesessen, an der Eisdiele, da musste eine Schlange stehen, weil die halt wie gesagt nicht aufmachen dürfen und eben nur Straßenverkauf ist und da musste Schlange stehen und es war alles voll. Also da hast du auch nicht mehr gemerkt, dass irgendwie Corona ist oder so. Schon, da kommt er raus. Ich habe mich ja nicht verlesen, dass ich hier rein muss, oder? Ich hoffe nicht. Das sieht gut aus. Naja gut, aber ich kann es verstehen, dass die Leute jetzt so langsam wieder rausgehen und so weiter. Ich möchte mich jetzt eigentlich nicht großartig schon wieder darüber aufregen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Stück weit können die mich jetzt, also ich habe jetzt wirklich 7 Wochen wirklich sehr viel Zeit zu Hause verbracht, beziehungsweise wenn ich halt draußen war, was natürlich jeden Tag der Fall ist, also ich jeden Tag zu Hause hier rumsitzen, das halte ich nicht aus, aber ich war halt, wie gesagt, dann immer alleine irgendwie unterwegs, zu Fuß, spazieren, mit dem Fahrrad unterwegs, ja, oder halt an die Bahnstrecke zum Filmen oder so. Aber wie gesagt, halt alles alleine. Also ich war halt wirklich, ich habe mich mit niemandem so wirklich getroffen oder so. Und ja, ab morgen, also es ist jetzt heute der 3. Mai, ich weiß nicht, wann das Video hier erscheinen kann, noch ein bisschen dauern. Ab morgen öffnen ja wieder die Schulen. Ich habe zwar keine Schulpflicht in dem Sinne, aber ich habe halt auch nochmal die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, um mich fürs Abi vorzubereiten. Und ja, da muss ich also wirklich sagen, es geht ja nicht jedem so wie mir. Es sind ja auch Schüler, die quasi in die Schule müssen. Und ja, ich sehe es irgendwo nicht ein,
dass man dazu gezwungen wird, mit hunderten von anderen Menschen in einem Gebäude, auf, sage ich mal in Anführungsstrichen, engem Raum zu sein. Aber man darf nicht sich mit einem Freund irgendwie treffen, mit zwei, oder man darf nicht einfach mal irgendwo einen Ausflug hinmachen oder so. Alleine oder zu zweit mit einem Freund oder keine Ahnung was. Also das sehe ich ja irgendwo dann auch nicht ein. Es soll ja jetzt zumindest mal hier im Saarland etwas gelockert werden wieder. Aber Saarland ist halt von der Größe her, ich sag mal, etwas begrenzt. Das heißt, die Möglichkeiten, die man hat, um irgendwie etwas zu unternehmen, sind da doch auch weitergehend begrenzt. Also ich könnte mich jetzt nochmal eine ganze Stunde lang hier drüber aufregen, über das Ganze, was so passiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn der Sache ist. Aber deswegen lasse ich es jetzt einfach mal lieber sein. So, dann sind wir nämlich jetzt auch schon an der Endstation. So, dann bitte einmal aussteigen. So, jetzt muss ich mich doch in die Kamera reinlehnen. Na schön. Sorry. So, es geht auch direkt weiter, wie ich sehe. Muss ich jetzt nur einmal nochmal in die Kamera reinlehnen und das Ziel umstellen. Und zwar auf Maria Loreto. Klingt irgendwie eher italienisch, muss ich sagen, aber... Dann fahren wir direkt weiter. Gar kein Problem. Ja, wenn ihr wollt, kann ich ja immer noch ein Video machen, wo ich mich eine Stunde lang über das, was so Corona-mäßig passiert, so anfüllt. Ich selbst habe ja auch letzte Woche einen Corona-Test gemacht, also nicht, weil ich irgendwie Kontakt mit einem Corona-Patienten oder so hatte oder Symptome hatte, sondern einfach... weil ich über Luxemburg die Möglichkeit hatte, ja, einen solchen Test zu machen, der Schule halber eben. Hallo. Und ja, da kann ich natürlich auch nochmal das ein oder andere berichten, auch mit Grenzkontrollen und bla bla bla. Und auch alles drumherum, was sonst noch so läuft und passiert, auch
schulisch gesehen, Abitur und bla 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 hast du ja nicht gesehen. Also ich möchte mich jetzt da jetzt nicht hier die ganze Zeit drüber aufregen, weil dann sind wir gleich an der Endstation und dann bin ich immer noch dran. Und wir sind zu nichts anderem gekommen. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Dann mache ich das natürlich auch gerne nochmal in einem separaten Video. Ja, ansonsten muss ich sagen, gibt's, wie man sich vorstellen kann, nicht so viel Neues, außer hier jetzt nochmal die Ankündigung bzw. der Hinweis darauf, dass jetzt, ich weiß nicht in welchem Zeitraum das sich jetzt abspielen wird, nicht mehr ganz so häufig oder regelmäßig Videos kommen werden wie jetzt die letzten, danke, paar Wochen. Weil gerade jetzt die letzten Tage und Wochen war ja wirklich sehr viel. Servus. Ich grüße Sie. Neues Videomaterial auf meinem Kanal zu sehen. Weil ich halt eben auch die Zeit hatte, sage ich jetzt mal. Aber ab dem 20. Mai beginnen jetzt meine Prüfungen. Da muss ich mich jetzt natürlich auch drauf vorbereiten. Ich habe jetzt einiges vorproduziert. Das muss ich dazu sagen. Mal schauen, wie lange das reichen wird und so wie ich halt mit dem Bearbeiten, also mit dem Schneiden auch hinterherkomme. Weil gerade so ein Video hier, das ist jetzt zwar auch nicht die riesen Schneiderarbeit, sage ich jetzt mal, aber es nimmt halt Zeit im Anspruch, das Ganze immer zu konvertieren und hier und da. Das Ganze hier muss ich halt doppelt konvertieren, weil einmal das eine Video, einmal das andere. Dann, ja. Das ist bei Videos, die einfach nur Bildschirmaufnahmen sind, sage ich jetzt mal, etwas einfacher beziehungsweise halt eben schneller. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich da hinterher komme und natürlich auch schauen, dass ich mir das vielleicht ein bisschen einteile. Aber gut. Wir werden das schon irgendwie überstehen. Und wenn ich dann fertig bin, dann habe ich, Leute, dann habe ich erstmal alle Zeit der Welt. Das wird aber erst Anfang Juli bzw. Ende Juni der Fall sein, je nachdem, wann meine mündlichen Prüfungen dann anstehen. Aber da werde ich euch dann natürlich berichten, sobald ich da genaueres weiß. Ich saß eben unten beim Essen, ist mir gerade so eingefallen. Und ja, auf einmal gehen draußen an der Straße zwei Leute vorbei. Gut, das ist keine große Sache. Hier gehen täglich hunderte Menschen vorbei. Aber die sind so vor unserem Haus stehen geblieben, haben so komisch an die Hauswand zugeguckt. Und wir denken uns so, was haben die denn? Haben die einen Geist gesehen oder was weiß ich? Also die sind so zwei Sekunden stehen geblieben, haben da so komisch hochgeguckt und sind dann weitergegangen. Wir haben uns nichts großartig dabei gedacht. Naja, jedenfalls gehe ich nach dem Essen so nach oben. Will gerade die Treppe zu mir, also auf den Dachboden hochgehen. Im selben Moment gucke ich nochmal aus dem Fenster und denke, was habe ich jetzt gerade richtig gesehen? Guck nochmal. Dann denke ich so, träume ich oder? Dann saß da am Fenster draußen einfach eine Taube, eine schneeweiße Taube. Mit Federfüßen, also die hat Füße gehabt und auf den Füßen waren auch weiße Federn, also keine Ahnung, was das für ein Vieh war. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, ich habe sowas noch nie gesehen, um das mal so zu sagen. Muss man nochmal kurz hier reinbücken, ja. So. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gesehen, irgendwie so, keine Ahnung, was das war. Jedenfalls saß es da am Fenster. Und ich dachte mir so, okay, das erklärt jetzt natürlich, warum die eben so komisch geschaut haben.
Ja. Okay. Kann man machen. Naja, jedenfalls habe ich mir das Film ein bisschen angeschaut. Das saß da so rum und hat dann mich die ganze Zeit irgendwie komisch angeguckt und hat so den Eindruck gemacht, so nach dem Motto, komm, mach das Fenster auf und lass mich rein. Ja, wir haben schon überlegt, was wir jetzt damit machen, falls es jetzt nicht wieder wegfliegt, weil irgendwie normal, wenn man ja ans Fenster kommt und dann auch Fotos macht und so weiter, dann fliegt so ein Vieh normalerweise weg, aber jetzt ist halt sitzen geblieben und ja. Ja, haben wir schon überlegt, was man da machen kann, falls es jetzt nicht wegfliegt. Aber gerade so nach 20 Minuten oder so hat sich gedacht, ciao, ist weggeflogen. Und hat sich dann zwei Häuser weiter auf die Fensterbank gesetzt draußen. Ja, gut. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir sind wieder am Ausgangspunkt angekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, wenn ihr noch ein weiteres Video sehen wollt, bezüglich hier, wo ich mich aufrege über alles Mögliche, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ja. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.